robuster sind und weil die halt genauso verarbeitet werden können wie andere Platinen, die in der Fahrzeugelektrik verbaut werden. Dieser Chip, der ist besonders, weil er kein nationaler, also D2-SIM-Chip mehr ist, sondern er ist ein globaler SIM-Chip. Er funktioniert also in der gleichen Servicequalität überall auf der Welt. Und das war auch der Ausgangspunkt für den BMW zur Kooperation mit Vodafone. Denn BMW rüstet ab Juli alle Modellreihen mit diesem Chip aus, egal wo die dann hin exportiert werden. Wird immer ein sogenanntes IP-VPN aufgebaut, ein sicheres, verschlüsseltes Netz, worin die Autos von BMW mit den Servern von BMW kommunizieren und Dienste austauschen. Das ist das Interessante dabei. Das ist halt sicher, das ist verlässlich, hohe Servicequalität und es können alle Dienstleistungen, die BMW heute schon und auch zukünftig noch anbietet, die werden halt über diese Kommunikationsschnittstelle geleitet. Heute sind das die Dienste, die Sie hier sehen. Zukünftig wird es noch in diese Richtung reingehen, dass BMW Endkunden im Nachhinein, also im Lebenszyklusprozess, Dienstleistungen anbieten kann, weil man eine direkte Endkundenbeziehung hat. Die hat man heute eben nicht. Und warum macht man das nicht mit dem Handy? Weil das gibt es ja auch, dass man sein privates Handy nimmt und über das iPhone Applikationen bucht. Der Punkt ist einfach der, viele Dienste greifen auf die Fahrzeugelektrik zu, auf Sensoren zu. Und da legt jeder Automobilhersteller, also auch BMW, Wert darauf, dass diese Kommunikation sicher ist, dass man sich keine Viren einfängt. Und wenn man zum Beispiel hier im Auto surft über Breitband, dann geht das über die Firewalls der BMW, damit man sicher sein kann, dass eben hier drin alles unverseucht bleibt, sag ich mal so rum. Also das Thema Sicherheit spielt eine ganz große Rolle. Vodafone ist ausgewählt worden, weil wir als globaler Partner die beste Servicequalität international liefern können. Und weil BMW nach einem Anbieter gesucht hat, mit dem sie dieses Netzwerk aufbauen kann, weil sie nicht in jedem Land x Netze aufbauen und betreiben wollen. Das wäre halt nicht zu machen für einen Hersteller.